Return of the Obra Dinn ist mit Abstand das beste Puzzle-Game, das ich je gespielt habe. Es ist eines der wenigen, die für mich durchgehend logische Rätsel hatten und mir das Gefühl gab, alles selbst erarbeitet zu haben. Deshalb möchte ich euch hier eine grobe Übersicht über das Spiel geben und ansprechen, was ich da so gut finde. Das erste, was auffallen wird, ist definitiv die Optik. Um ehrlich zu sein, hat es sich anfangs ein bisschen komisch angefühlt. Alles sah so ein bisschen grob aus und ich war mir nicht sicher, ob ich im weiteren Spielverlauf alles Nötige erkennen kann. Nach kurzer Zeit hat sich das Blatt allerdings so ein bisschen gewendet und ich habe mich nicht nur daran gewöhnt, sondern fand es sogar verdammt gut. Wie sich das für so ein Piratensetting gehört, muss es natürlich auch gruselige Seemonster geben. Eins dieser Viecher empfand ich sogar als ziemlich unangenehm, einfach weil man nicht jedes Detail erkennen konnte. Ich denke, dass dieser Stil eine sehr gute Wahl für das Spiel war und es dadurch einfach von anderen abgehoben wird und sehr charmant ist. Die Obra Dinn hat es leider nicht zum vereinbarten Treffpunkt am Kap der Guten Hoffnung geschafft und wurde als verschollen auf See eingestuft. Als es im Hafen von Falmouth ankam, gab es nur leider keine Spur von der Crew. Man spielt einen Versicherungsdetektiv für die Ostindien-Kompanie in 1807. Es ist daher unsere Aufgabe, nach und nach herauszufinden, was den Leuten auf dem Geisterschiff passiert ist und wer oder was es war. Als handelsüblicher Versicherungsdetektiv hat man natürlich seinen treuen Zeitreisekompass dabei. Der funktioniert in etwa so. Man sucht sich etwas Totes, zeigt mit dem Kompass darauf und... Captain! Open the door! Kick it in! Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take exactly what I give you! Was ich ja an diesen Audios liebe, ist, dass man erstmal nur einen schwarzen Bildschirm mit den Untertiteln hat. Daher konzentriert man sich mehr auf die Stimmen und die Umgebungsgeräusche und nach einiger Zeit kann man auch sogar die Stimmen in anderen Szenen wiedererkennen. Wenn der Ton vorbei ist, kommt man in einen Bereich, der in der Zeit eingefroren ist. In der Regel ist das während oder kurz nachdem das, worauf man gezeigt hat, stirbt. Diese Szenen sind absolut genial. Nun kann man anfangen, sich alles anzuschauen und das, was man noch Sekunden vorher gehört hat, mit dem, was man jetzt sieht, zu verbinden. Wer hat da gerade eben gesprochen und was war das für ein Geräusch? Und wer sind eigentlich diese ganzen Menschen? Hier kommt der zweite und letzte essentielle Gegenstand im Spiel, das Logbuch. Hier werden alle wichtigen Infos festgehalten. Neben der Liste der Passagiere, inklusive Job auf dem Schiff und Nationalität, gibt es auch Bilder der gesamten Crew. Das hilft sehr dabei, ein Gesicht mit dem Namen zu verbinden. Ich meine, ich hatte zwar grundsätzlich Probleme, Gesichter mit dem Namen zu verbinden. Aber man kann sich so ein bisschen die Position merken und das hilft schon sehr. Zusätzlich gibt es auch noch eine Karte der Route, die Obra Dinn ursprünglich nehmen wollte. Dort wird auch später gezeigt, wo die verschiedenen Geschichten stattfinden. Sowie zwei Karten, auf denen die verschiedenen Bereiche des Schiffes aufgezeigt sind. Ebenfalls sehr hilfreich ist das Glossar am Ende des Buches. Hier werden alle Jobs erklärt. Vor allem wie Leute für mich, die nach dem Wort Captain schon anfangen müssen zu überlegen, wer denn noch so auf dem Schiff rumlungert. Der Rest des Buches ist nach Kapiteln aufgeteilt. Man wird die Geschichte allerdings nicht einfach von vorne nach hinten aufdecken. Diese einzelnen Geschichten sind nach und nach auffindbar und erst im Logbuch sieht man, in welchem Kapitel das jeweilige Schicksal verankert ist. Anhand der Bilder kann man erkennen, über welche Personen man schon genug weiß, um sie theoretisch identifizieren zu können. Wie schwer das ist, wird über die Dreiecke darüber dargestellt. Einer heißt leicht, zwei ist etwas schwerer und drei ist sehr schwer. Drei ist durchaus ganz schön knackig, da muss man schon um ein paar Ecken decken, um drauf zu kommen. Die Hinweise können sehr unterschiedlich sein. Sie können zum einen sehr offensichtlich, zum Beispiel spricht die eine Person eine andere Sprache, hat einen sehr starken Akzent oder sowas. Oder sie sind ein wenig dezenter, wie zum Beispiel spezielle Kleidung, die man auf den Bildern sieht oder in verschiedenen Szenen wiedererkennen kann. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, seine Hinweise über mehrere Szenen hinwegzusammeln und das Logbuch zu vervollständigen. In diesen Momenten sieht man direkt oder indirekt, wie die Personen ihr Leben lesen und genauso muss es auch festgehalten werden. Das heißt, nicht nur muss man den Namen und den Job festhalten, sondern auch, wie die Person verstarb und wer für den Tod verantwortlich ist, sofern zutreffend. So muss man zwar nicht den Captain dafür verantwortlich machen, dass alle sterben, weil das Schiff durch monsterverseuchte See schippert, sondern eher beispielsweise den Kraken, weil er sich ein paar Crewmitglieder gesnackt hat. Der Kraken ist übrigens das einzige Monster, was ich hier direkt benenne, da ich davon ausgehe, dass wenn ich Pirat und Monster erwähne, die meisten sowieso direkt an einen Kraken denken. Also, keine große Überraschung hierbei. Hat man nun also ein paar Felder komplett ausgefüllt, und die sind auch richtig, kommt der Moment, auf den ich mich jedes Mal gefreut habe.
alle drei richtig ausgefüllten Schicksale kommt dieser kleine Fortschrittsbalken, nenn ich's mal. Nicht nur ist der gut, um rauszufinden, welche fertig eingetragene Personen falsch sind, sondern ist er auch einfach toll. Simpel er auch ist, habe ich mich jedes Mal unfassbar gefreut. Ich fühle mich total belohnt für die Rückschlüsse, die ich gezogen habe. Und außerdem ist die Musik total catchy. Einer der stärksten Punkte für mich ist, dass mir das Spiel das Gefühl gibt, smart zu sein und mich dafür belohnt, logisch zu denken. Hier gibt es keinen Tipp-Knopf, den man drücken kann, wie man aus vielen anderen Spielen kennt. Und das finde ich super. Da ich selber dazu neige, diesen Knopf zu drücken, wenn ich ein wenig länger an einem Rätsel sitze, finde ich das top, dass der nicht drin ist. Für mich waren die Rätsel im Endeffekt auch nie so fern ab, dass sie irgendwie unlogisch wirkten. Und mit genug gezieltem Suchen waren sie immer gut lösbar. Betreten einer Szene hilft nicht nur beim Enthüllen der Identitäten, sondern öffnet teilweise auch zuvor verschlossene Türen auf dem Schiff. Ist zum Beispiel in der letzten Szene jemand aus einem Raum gekommen, der vorab verschlossen war, ist diese jetzt auf. Außerdem erhält man nach dem Verlassen einer Szene oft auch noch Tinkerbell an die Hand, wenn man eine weitere Leiche entdeckt hat. Diese führt einen dann zu dem Ort, wo man den Kompass wieder benutzen kann. So wandert man also nach und nach über das gesamte Schiff und deckt auf, was an Bord passiert ist. Um die Navigation zu erleichtern, kann man das Logbuch innerhalb einer Szene öffnen, um direkt dorthin zu gelangen. Ebenfalls kann man alle Szenen markieren, in denen eine bestimmte Person enthalten ist. Das ist extrem gut, wenn man relativ am Ende ist und nur noch bestimmte Personen rausfiltern möchte. Hier und da gibt es Momente, wo man im Buch ein bisschen besser von A nach B kommen möchte. Das ganze Geblätter kann schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ebenfalls wäre ein Teleport direkt zu den Leichen sehr angenehm gewesen, da ich viel hin und her gelaufen bin. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich nicht die Schnellste bin, was Rätsel angeht. Da das aber die einzigen negativen Punkte waren, welche mir aufgefallen sind, kann ich da absolut drüber hinwegschauen. Zur Musik gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Außer vielleicht so Sachen wie sehr atmosphärisch, totaler Ohrwurm oder absolut grandios. Den Soundtrack hatte ich noch Tage danach im Kopf und gerade beim Meditieren wirklich sogar auch noch zum Takt mit. Die Musik passte zu jeder Zeit sehr gut ins Spielgeschehen und meiner Meinung nach kann man sich das eigentlich auch gut außerhalb vom Spiel anhören. Alles in allem kann ich dieses Spiel nur empfehlen für alle, die Rätsel lieben. Und ich hoffe immer noch insgeheim, dass es einen Nachfolger gibt, auch wenn der Dev das bereits verneint hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Sub da. Bis zum nächsten Mal.